Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Hallo hier aus der Küche. Ich weiß auch nicht, ich mache die ganzen Videos hier in der Küche, weil einfach mal hier das beste Licht ist. Heute geht es um die Schule in Norwegen. Ich möchte euch gerne ein bisschen erzählen, wie wir das empfunden haben, wie es uns hier gefällt, wie uns das Schulsystem hier gefällt und ich glaube, ich schieße einfach mal los. Wir sind ja hier schon seit fast 5 Jahren in Norwegen und mein Sohn kam hier in Norwegen in die, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube in die 6. Klasse. In Deutschland hatte er das Gymnasium in der 5. Klasse besucht und hier wurde er in die 6. Klasse eingeschult. Das hat uns ein bisschen gewundert, weil eigentlich hätte er hier auch in die 5. gemusst und ich habe mich gewundert und dann irgendwie, ja, warum geht er denn hier jetzt plötzlich? Der kam nach Hause, ich habe hier in die 5. eingeschult und kam nach Hause und meinte, ja Mama, ich bin jetzt in der 6. Ich meinte, wie geht das denn? Ja, und das fanden wir auch ganz interessant. Und zwar ist es in Norwegen so, dass das Einschulalter, das richtet sich nicht wie in Deutschland, dass man irgendwie 6 Jahre alt sein muss im September. Ich bin mir auch nicht so sicher, wie das in Deutschland ist. Hier ist es so, dass wenn das Kind, egal ob es jetzt im Januar 6 Jahre alt wird oder im Dezember 6 Jahre alt wird, es kommt in diesem Jahr, in dem es 6 Jahre alt wird, in die Schule. Erik hat im Oktober Geburtstag und wäre in Norwegen ein Jahr früher in die Schule gekommen als in Deutschland. In Deutschland ist er deswegen, weil er im Oktober Geburtstag hat und nicht im September, ein Jahr später in die Schule gekommen. Und hier wurde er einfach sozusagen eine Klasse befördert, weil er vom Alter her ja, eher zu den größeren Kindern gepasst hat. Das war auch sehr amüsant. Ja, die Schule. Wir sind hier im Mai in Norwegen angekommen nach unserer kleinen Auswanderung. Wir haben eine Woche uns ein bisschen eingewöhnt. Ich habe hier in der Schule bei uns im Dorf angerufen und gefragt, ob er jetzt hier zur Schule gehen kann. Und sie meinten, ja klar, kein Problem. Und dann ging es eigentlich auch schon los. Ja, ganz easy peasy, war total unkompliziert. Wir waren da, haben uns vorgestellt und war alles gar kein Problem. Die Schule war auch sehr, sehr klein. Es waren in seiner Klassenstufe, ich glaube, 5 oder 6 Kinder, ein Lehrer und eine zusätzliche Betreuerin. Und dementsprechend hatten sie natürlich auch ein bisschen mehr Zeit für ihn. Er hatte ja gar keine Sprachkenntnisse, als er hier nach Norwegen gekommen ist. Und das hat er sich dann alles angeeignet. Was auch ganz anders hier in Norwegen ist als in Deutschland. In Deutschland gibt es eine Hauptschule, gibt es wahrscheinlich noch, ich weiß es nicht, eine Realschule und ein Gymnasium. Hier in Norwegen gibt es eine Schule für alle Kinder, unabhängig davon. Ja, eine Schule für alle Kinder. Das finde ich auch nochmal sehr interessant, weil er im Gymnasium ja gewohnt war und hier war das war er auf der normalen Schule. Und ja, es gab hier, er musste sich natürlich ein bisschen gewöhnen, es war für ihn alles sehr, sehr einfach vom Stoff her. Es gab keinen, also das, der ist hier angekommen und war von zu Hause gewohnt, sofort von Deutschland gewohnt, nach Hause kommen, Hausaufgaben machen, lernen, vorbereiten, irgendwas ausarbeiten. Den ganzen Tag war er eigentlich mit Schule und Aufgaben beschäftigt und hier ja, ist er angekommen und die haben gespielt, waren im Wald spazieren. Die Kinder lernen hier wirklich sehr praktisch mit weniger Frontalunterricht, natürlich auch Frontalunterricht, aber ein bisschen weniger, dafür mehr Projektaufgaben und ein Vogel, ja, mehr Aufgaben, mehr Projektaufgaben, mehr Gruppenarbeit. Schon ein bisschen anders. Und es gibt hier keinen Leistungsdruck und es gibt auch hier bis zur 8. Klasse für die Kinder gar keine Zensuren. Das bedeutet, dass jedes Kind in seinem eigenen Tempo lernt und wenn ein Kind halt noch nicht schreiben kann in der 2. Klasse oder noch nicht lesen kann, dann beschäftigen sich die Lehrer natürlich mit diesem Kind bis
bisschen mehr und supporten das ein bisschen mehr, aber es gibt jetzt keinen Leistungsdruck und das wird auch nicht gesagt, ja, du, wenn du jetzt noch nicht lesen kannst, dann musst du die erste wiederholen. Das wird hier auch nicht passieren, das gibt es hier auch gar nicht. Also man kann nicht eine Klasse wiederholen, sowas wird hier nicht gemacht. Und trotzdem gibt es ja hier ausgebildete Menschen, die studieren und vieles erreichen. Das bedeutet, das geht auch anders. Es geht auch ohne Leistungsdruck, es geht auch ohne Zensuren, es geht halt auch ohne ja, diesen Stress, den die Kinder in Deutschland, dem die Kinder in Deutschland ausgesetzt sind. Das fand ich auch sehr, sehr interessant hier. Ja, dann ist er hier in die Grundschule gegangen. Die Grundschule geht hier bis zur 7. Klasse. Ab der 8. Klasse geht es dann auf die Ungdomsschule. Also das ist die Schule für die Jugendlichen, für die größeren Kinder ab der 8. Klasse. Und dort gibt es wiederum Zensuren. Da hat er dann hier in Norwegen die ersten Zensuren bekommen. Da geht es ein bisschen strukturierter zu. In den ersten 8 Jahren wird halt viel gespielt, viel praktisch gelernt. Und die Kinder haben hier halt auch Spaß in der Schule. Und ja, in der weiterführenden Schule, in der Ungdomsschule, da gibt es dann auch Zensuren. Das Niveau ist immer noch sehr einfach ab der 8. Klasse. Also 8. Klasse hier ist vergleichbar mit vielleicht 6. Klasse Gymnasium oder irgendwie so. Die Kinder lernen hier auch natürlich und viel, aber halt andere Dinge. 8., 9., 10., 8. und 9. genau, lernen sie sehr, sehr praktische Dinge. Also wie macht man eine Steuererklärung später, wenn man sowas braucht? Wie ist das ganze System, Steuersystem aufgebaut? Wie funktioniert PowerPoint? Wie funktioniert Excel? Wie erstelle ich Vorträge, Präsentationen? Und so ganz praktische Sachen, die man später im Berufsleben auch wirklich braucht. Also das steht hier eher so auf dem Schulplan, aber auch wie koche ich mir Essen? Also es wird da auch gekocht. Die haben da Arbeitsgruppen, die die Kantine betreiben in der Schule zum Beispiel. Und dort gibt es auch sehr viel Projektarbeit, genauso wie in der Grundschule, sehr viel Teamarbeit, wo die Kinder gemeinsam Dinge ausarbeiten. Dann gab es da so einen kleinen Wettbewerb, das fand ich auch sehr interessant. Die Kinder haben sich haben Gruppen gebildet und jede Gruppe müsste innerhalb von 2 Wochen sich eine Arbeit suchen oder eine Firma gründen, keine Arbeit suchen, eine Firma gründen und mit dieser Firma ihr erstes Geld verdienen. Und jeder in dieser Gruppe hatte eine eigene Rolle, also es gab da diesen typischen Projektmanager, der gesagt hat, wo es lang geht, dann gab es den Vertriebler oder Marketingmenschen, der Werbung auf Facebook gemacht hat und so weiter. Und ja, manche Kinder haben dann einen Stand eröffnet in der Innenstadt und haben Waffeln zum Beispiel verkauft. Andere Kinder haben wiederum ja, Pfandflaschen gesammelt, dafür bei Facebook irgendwie reingeschrieben, ja, hier, wir sammeln Pfandflaschen für die Umwelt und wer welche abzugeben hat, meldet sich bitte und so. Und andere Kinder haben wiederum Häuser gemalt, also bei Bauern, auf dem Bauernhof angefragt und dort gearbeitet und eine Scheune gestrichen. Das war auch ganz toll und zum Schluss wurde dann ein Preis an das erfolgreichste Unternehmen vergeben. Also das ist das, was die Kinder jetzt hier so in der Schule treiben. Das fand ich auch immer sehr, sehr spannend. Und dann später geht es dann auf die weiterführende Schule, 11., 12. Klasse. Und da wird sich dann aufs Abitur vorbereitet, wer ein Abitur haben möchte, beziehungsweise auf ein Studium vorbereitet, Entschuldigung, wer ein Studium studieren möchte, der bereitet sich auf ein Studium vor. Wer mehr, also es gibt verschiedene ja, Bereiche, also es ist eine Schule, aber man kann sich auf spezielle Kurse bewerben, die dann in die Richtung des zukünftigen Berufes gehen sollen. Also zum Beispiel, wenn man Friseur werden möchte oder wenn man Grafikdesigner werden möchte, dann geht man halt in die Grafikdesign-Klasse.
Genau, der Erik ist jetzt auf der Studienspezialisierung, also für die Studienspezialisierung eingetragen und besucht halt eine Klasse, in der er sich aufs Studium vorbereitet. Ja, das wird dann das norwegische Abitur dann zum Schluss werden. Wenn er das abgeschlossen hat, da bin ich auch schon sehr gespannt, wo es oder wie es weiter mit ihm geht. Er ist ja jetzt 16 Jahre alt, er hat noch 2 Jahre und dann schauen wir weiter. Aber ja, so ist das norwegische Schulsystem. Und von den Kosten, das fand ich auch sehr interessant, als wir hier in Norwegen Erik in die Schule eingeschult haben. Er hat nichts gebraucht. Er hat keine Stifte gebraucht, er hat kein Papier gebraucht, er hat keine Bücher gebraucht. Alles bekommt er kostenlos oder hat er kostenlos in der Schule bekommen. Die Kinder haben alle ein Notebook oder ein Tablet bekommen, je nachdem, was gerade zur Verfügung stand. Also ein niegelnagelneues Apple-Tablet zum Beispiel dürfen sie auch mit nach Hause nehmen. Alles super. Also es wird hier wirklich für die Kinder alles gestellt, was ich auch total toll finde, weil die Eltern haben absolut null Kosten, wenn es um Schule geht. Also es ist jetzt nicht wie in Deutschland, wo man Arbeitshefte kaufen muss. Das weiß ich noch, als Erik noch ein bisschen kleiner war. Arbeitshefte, teilweise Bücher sogar musste man kaufen, wenn man sie nicht leihen konnte. Und Schulmaterialien sowieso jedes Jahr aufs Neue. Aber hier ist es nicht der Fall. Hier ist die ganze Schulbildung für die Kinder kostenlos. Ich glaube, ab der 11., 12., also in dieser weiterführenden Schule, fallen Kosten an, soweit ich zumindest gelesen habe. Bei uns in der Schule war es noch nicht der Fall. Also ich wurde noch nicht zur Kasse gebeten. Ja, so viel zum Thema Schulbildung. Ich verlinke euch unten nochmal einen Blogbeitrag. Und in dem Blogbeitrag könnt ihr nochmal genaueres zum Schulsystem erfahren, wie es aufgebaut ist. Nochmal übersichtlich zusammengefasst. Jetzt in dem Video habe ich einfach nur so von meinen Erfahrungen berichtet und ich hoffe, euch gefallen meine Videos und ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Schaut doch gerne auf Instagram vorbei und folgt mir.